Sorry Leute, dass ich vergessen habe, Tschüss zu sagen. Ich habe einfach jetzt nicht geachtet. Ich konnte ja nur noch 4 Minuten aufnehmen. Siehst du diese Sauerei, Limo überall auf dem Boden? Und so etwas muss ich sauber machen, weil die jungen Leute heutzutage keine Manieren haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gerade den Boden fertig gewischt, als ein kleines Mädchen mit großen Kopfhörern hereingeeilt kam. Sie wischte sich nicht einmal die Schuhe ab und wollte Hilfe, um einen Bus zu finden, ohne sich zu bedanken. Raste sie dann los und verschüttete eine Menge Limo. Große Kopfhörer, hatte sie braune Haare und ein rosa Kleid an. Darauf kannst du wetten. Ich hoffe, sie hat nicht auch auf dich Limo gekippt. Aber jetzt muss ich hier sauber machen. Das muss Madison gewesen sein. Weißt du, welchen Bus sie genommen hat? Ich habe keine Zeit nachzuschauen, welchen Bus die Kinder nehmen. Nicht, wenn ich so viel sauber machen zu haben. Alina, was sollen wir tun? Ach, scheiße, wenn der Hausmeister beim Saubermachen hilft, bekommt er vielleicht bessere Laune. Oh mein Gott, Madison. Du. Ja. Was soll ich dazu sagen? Madison, die Kleine hier. Hausch, du hast bereits alles sauber gemacht? Ja, ich helfe dir und deinem Freund Alina. Das Mädchen, nach dem ihr sucht, ist zu Alins Platz gefahren. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr vielleicht noch den nächsten Bus. Er fährt direkt hier draußen ab. Jo, dann treffen wir uns mit Eric auf Alins Platz. Gleich. Vielen Dank für deine Hilfe. Na los, Alina, wir sollten gehen. Ja, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Bye. So, wir sind angekommen. Okay, der Hausmeister hat gesagt, dass Madison hierher gekommen ist. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Sie könnte ja überall in der Stadt sein. Alina, du denkst doch, dass es ihr gut geht, oder? Warum sollte sie weglaufen? Weglaufen? Sie bekommt auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre samstags keine Süßigkeiten mehr. Hast du eine Idee, wo wir mit der Suche nach Madison beginnen können, Alina? Du sagst, du erkennst das Café dort drüben wieder? Ja, du hast natürlich recht. Das ist das Café, das du mir in der jörischen Gazette gezeigt hast. Scheint für den Anfang ein guter Ort zu sein. Vielleicht hat jemand dort sie gesehen. Nein, na los, wir gehen dorthin. Ja, ich gehe mal ins Café und dann sehen wir uns gleich. Ich schalte auch die Musik ab, weil es wirklich keine gute Musik ist. So, Leute, ich habe jetzt gerade eine andere Musik genommen. Und jetzt reiten, weil wir hier nicht die Pferde mitnehmen dürfen. Das ist echt blöd. Oh, aber er ist da hinten mit einer Katze. Oh nein. Oh oh. Madison! Was ist das? Ist das nicht Madison Gamu? Das muss Madison's Gamu sein. Wir sollten ihn Eric zeigen. Aber das ist doch Madison's Gamu. Wo hast du ihn gefunden, Alina? Hast du gesagt, dass er hier in der Nähe ist? Dann kann Madison nicht weit weg sein. Madison! 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 Oh, der ist jetzt wütend. Papa, hierher! Oh, die haben jetzt wirklich Papa gesagt. Habt ihr es gehört? Papa, ich bin hier drin. Bitte hilf mir. Madison! Papa, Alina, bitte.
reicht mir. Madison, was machst du da drin? Komm da jetzt sofort raus. Ich wollte Nikos retten. Und als ich hier zum Platz kam, sah ich den Freund des dummen Mannes, der auch in der Zeitung war. Es ist mir völlig egal, was du da in dem Auto machst. Es ist nicht deins. Also komm sofort raus. Sonst bekommst du Hausarrest für, sehr lange. Ich kann nicht. Ich bin in den Kofferraum eingestiegen, weil die im Fernsehen auch immer so machen. Weil die das im Fernsehen immer so machen. Ich wollte Nikos Entführer folgen, damit ich ihn retten kann. Aber irgendwie wurde der Kofferraum verriegelt und jetzt komme ich nicht raus. Bitte hilf mir. Ich komme nicht heraus und es ist so dunkel hier drin. Ganz ruhig, wir holen dich raus. Wir müssen den Besitzer finden. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist, bevor du in den Kofferraum angestiegen bist, Madison? Nein, du darfst nicht mit ihm reden. Er ist doch der Pferdeentführer. Ich habe sogar Beweise gefunden, als er in das Café gegangen ist. Er ist ein Pferdeentführer. Alina, du glaubst mir doch bestimmt. Der Freund des dummen Mannes hat Nikos entführt hat, ist im Café. Er darf nicht erfahren, dass ihm auf den Fersen sind. Okay. Madison, das können wir alles später klären. Alina, wir müssen jetzt versuchen, Madison herauszuholen. Die Klappe scheint sehr fest zu sein. Ich glaube, ich bekomme sie nicht herauf. Hast du gesagt, dass du es versuchen möchtest? Jupp. Oh, keine Chance. Du hast auch kein Glück. Was sollen wir denn sonst tun, Alina? Wir müssen Madison aus dem Kofferraum holen. Alina, es gefällt mir nicht, dass Madison in das Auto eines Fremden eingebrochen ist. Und normalerweise wäre es am besten, den Besitzer zu suchen und sich zu entschuldigen. Du denkst nicht, dass wir es das tun sollten? Madison, verrückte Fantasie von einem Pferdenentführer ist ja wohl kaum glaubhaft, oder? Wie konnte ich das vergessen? Es besteht die Gefahr, dass er uns wegen Einbruch in seinem Auto und Verleumdung verklagt. Das ist schlimm, wirklich schlimm. Was sollen wir tun? Nein, am besten ist vermutlich einfach hinzugehen und das Beste zu hoffen. Ich werde mich entschuldigen und dann Madison dazu bringen, sich zu entschuldigen. Ansonsten kann sie sich den Rest des Jahres von Rosenkohl und Fischbällchen ernähren. Rosenkohl? Na. Alina, du hast eine Idee? Gehst du in den Café und lenkst den Autobesitzer ab, während ich versuche, den Kofferraum zu öffnen? Okay, ich weiß nicht, ob mir diese Idee gefällt, Alina, aber ich verlasse mich auf dich und versuche, Madison herauszuholen, während du den Besitzer des Autos im Café beschäftigst. Ja, Leute, ich mache den Cut und ja, dann sehen wir uns gleich. So, Leute, ich muss ganz schnell machen. Hey, du, ja, du, wo ist mein Eis? Ich warte schon eine Ewigkeit. Aber, Leute, weil jetzt die Zeit um ist, werde ich mich heute verabschieden.